Guten Morgen Welt, hier bei Manu Lash und dem Endkampf von Sly Cooper Jagd durch die Zeit gegen Le Paradox. Und was wir hier in der Hand haben? Jo, was ihr hier seht, das ist Ratchets Schlüssel. Den haben wir als Maskending da wieder freigeschaltet, als spezielle Waffe. Und die sollten wir mal dann einsetzen. Ein Ehrenmann, Captain. Woher willst du das können? Deine fliege Zunge ewig hier auf. En garde. Schade, dass du nicht für mich arbeitest. Eine Diebe, die dich hätte ich auch. Das hätte nicht funktioniert. Ich bin allergisch gegen Idioten. Ja. Klappt im Moment noch ganz einigermaßen gut. Ja, tschüssi. Zeig die Zähne. Autsch. Links-Rechts-Kombination. Was soll? Ein Zufall, Goubert. Und wie es der Zufall will, erledige ich dich. In der Zeit sozusagen. Jetzt schalten wir nochmal diesen Ratchet-Dinger. Also den benutzen wir dann später, denn das da. Da schalten wir jetzt auch aus. Karmeliter, mein Gott. Egal, schalten wir alles aus. Den Schlüssel und die Trophäe holen wir uns dann nachher. Das passt dann so. Die Trophäe, dann glaube ich auch, nehme ich auch nochmal auf, um ein bisschen zu gucken, dass ihr das sehen könnt. Und jetzt weiter mit Le Paradox. Komm her. Mitten im Zeitstrahl duellieren wir uns. Also das sind Quicktime-Events, die nicht ewig bleiben, die ewig bleiben, meine ich. Oder nahezu ewig. Merkt ihr hier, dass ich nicht allzu der Schnellste bin, beziehungsweise ich habe auch schon einmal falsch gedrückt und es war zum Glück. Ich verpasse dir einen Denkzettel. Es war zum Glück dann doch verzeihlich. Sagen wir es mal so. Drücken wir es so aus. Dieses blöde Schwert muss defekt sein. Ja, jetzt habt ihr das gesehen. War eigentlich. Ja, genau, jetzt nochmal. Also, ist zwar nicht ewig jetzt. Sorry dafür, das war jetzt auch wieder irgendwas. Aber, bleibt schon relativ lang auf dem Bildschirm. Ja, hält sich tapfer hier, der Kollege. Kann doch, obwohl er eigentlich der Oberboss ist, in seltenen Fällen kann er ja dann meistens gar nichts. Scheiße. Na, doch, gerade noch ausgebügelt. Kann er eigentlich ganz gut kämpfen. So. Bam, 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 bam. Schwung holen, Schwung holen und... Nö. Geh sofort raus, das Lei! Wo ist das miese Wiesel? Auf ins Schwer ist du wert! Streng dich an! Die Nähte von dem Ding geht auf! Nicht fallen, sonst kann ich dich nicht mehr selbst erledigen! Ja, das sagt der Richtige. Also, bevor wir zum Ende kommen, lass uns eins klarstellen. Du hast die Coopers wegen dem gejagt, was deinem Vater passiert ist? Nein, du Dummkopf! Ich jagte die Coopers, um zu beweisen, dass Le Paradox der größte Dieb aller Zeiten ist. Gibt es da noch Zweifel? Frag dich doch mal. Wenn die Coopers wirklich die größten Diebe der Geschichte waren und ich ihre kostbaren Schätze geraubt habe, zu was macht es mich dann? Einem Idioten? Du hattest doch alles. Du hättest der weltbeste Dieb sein können, aber du musstest ja meine Vorfahren jagen und dich verraten. Nur für dein Ego hast du deine Operation enttarnt. Kein Cooper hätte das getan. Und nur so am Rande, hast du denn wirklich selbst die Stäbe gestohlen? Die richtige Arbeit haben doch deine Freunde gemacht. Genieße deine Worte, Cooper, denn sie werden deine letzten sein. En garde! Zum letzten Mal, vermute ich jetzt mal einfach.
beziehungsweise hoffe ich einfach, dass es zum letzten Mal ist. Und ich muss mich ja unheil, also ich merke ich jetzt immer wieder, immer wenn so Quicktime-Event kommt, da bin ich immer dran ganz still. Ich dachte, wir freuten uns an. So. Jetzt verabschiede dich von der Bildoberfläche. Oder auch nicht. Noch dauert es ein wenig. So, jetzt hat ihr. Bam. Viel kannst du nicht mehr aushalten. So, zum allerletzten Schlage. Und bye bye. Das kann nicht sein. Mein Plan war perfekt. Pech, Alter. Gegen einen Cooper hilft kein Plan. Aber bitte, hilf. Letztes Kapitel. Ich will doch nicht sterben. Ich schätze, im Gefängnis richtest du keinen Schaden mehr an. Das war ein Fehler. Wie ich sagte, so berechenbar. Damit kommst du nicht durch. Ich finde dich. Au contraire, Sly Cooper. Wir werden uns nie wiedersehen. Autsch. Ein Scheißpech muss man schon haben in dem Leben. Diese Nacht liegt schon lange zurück, aber immer noch keine Spur von Sly oder diesem verdammten Zeppelin. Das Stinktier konnte nicht schwimmen und als sie ihn endlich rauszogen, war er froh, sie zu sehen. Er sitzt jetzt angeblich in einer Spezialzelle in Einzelhaft, wo er nichts anderes mehr sammeln wird als graue Haare. Sowohl Paris als auch das Buch des Meisterdiebs waren wieder normal, aber dadurch ging es uns nicht besser. Zuerst warteten wir und dachten, Sly würde einfach auftauchen, so wie immer. Aber als aus den Tagen Wochen wurden, mussten wir uns eingestehen, dass er verschollen war. Wir reden zwar nicht mehr ständig darüber, aber ich weiß, dass wir an nichts anderes denken, auch wenn wir es unterschiedlich zeigen. Murray wirkt genauso fröhlich wie immer, aber ich merke, dass dem eine ganz neue Ernsthaftigkeit zugrunde liegt. Er verdingt sich jetzt als Profi-Wrestler und arbeitet wirklich hart. Ich weiß, dass er kämpferisch in Form bleiben will. Wie wir anderen will er bereit sein, sobald wir Sly orten. Carmelita ist zu Interpol zurückgekehrt, hat sich in die Arbeit gestürzt und verhaftet Verbrecher am laufenden Band. Sie ist so beschäftigt, dass ich sie eine Weile nicht mehr gesehen habe. Meinen Quellen zufolge unternimmt auch sie Ermittlungen zu Slys Verschwinden. Von uns allen setzt ihr sein Verschwinden wohl am meisten zu. Auch wenn sie das nie zeigen würde. Zumindest nicht öffentlich. Was mich betrifft, ich suche weiter. Aber selbst mit all meiner Technik habe ich keinen Hinweis gefunden. Die Zeitmaschine hilft uns auch nicht, denn dazu müssten wir ja wissen, wo Sly ist. Sonst würden wir blind in die Zeit reisen. Manchmal verlässt mich der Mut, aber ich gebe nicht auf. Denn ich weiß, dass Sly da draußen ist. Und in welcher Zeit er auch sein mag, wir werden ihn finden. Ryoichi Cooper arbeitete hart an seinen Ninja-Künsten und an seinem Sushi. Seine Diebstähle blieben unentdeckt, aber sein Sushi-Restaurant ist in ganz Japan bekannt. El Jefe schmort weiter hinter Gittern. Er wurde in ein südamerikanisches Gefängnis versetzt, wo er nun Zigarren rollt. Rauchen ist dort aber verboten. Tennessee Kid Cooper hat sich sein Gold zurückgeholt und seinen Ruf als legendärster Bandit im alten Westen wiederhergestellt. Sein Erfolg wuchs sogar noch weiter, als er von Bankraub zu Zugüberfällen wechselte.
Toothpick wurde verhaftet und musste an den Zuggleisen arbeiten. Er verlor sein Gehör und seinen Verstand. Caveman Cooper trainierte weiter und nahm seine Rolle als berüchtigter Eierdieb wieder auf. Er entdeckte, dass sein Stab sich wunderbar als Diebeswerkzeug eignet. Hat er gesagt, Caveman? Heißt du eigentlich Bob, oder? Der Gris erhielt eine lange Haftstrafe und entdeckte den Rapgesang für sich. In seiner Freizeit porträtiert er seine Mitinsassen. Sir Gareth Cooper stürzte sich wieder in seine heldenhaften Abenteuer und gründete die Vereinigung der Ritter des Cooper-Ordens. Diese Gruppe ehrenhafter Diebe raubt korrupte Nobelmänner aus. Außerdem wurde er ein sehr erfolgreicher, sehr dramatischer Schauspieler. Was ist mit Penelope geworden? Penelope wurde in das ausbruchsicherste Gefängnis Europas gebracht, aus dem sie sogleich flüchtete. Sie ist immer noch auf freiem Fuß und die Polizei hat keine Spur. In letzter Zeit habe ich aber einige mysteriöse Postkarten erhalten. Okay. Salim Al-Kopar hat das Diebesdasein an den Nagel gehängt und ein langes Nickerchen gemacht. Im Traum hatte er eine lukrative Geschäftsidee. Er zog mit seinem Kamel durch die Stadt und verkaufte Snacks an hungrige Kunden. Er war unglaublich erfolgreich. Nachdem sie eingesperrt wurde, entschloss sich Miss Dezibel, einiges zu ändern. Sie hat sich das Horn von ihrem Rüssel entfernen lassen, ein Anti-Aggressionstraining abgeschlossen und unterrichtet nun andere Insassen in Musik. Eine vorzeitige Entlassung aufgrund guter Führung scheint möglich. Scheint möglich. Das ist gut. Dimitri reiste weiterhin als berühmter Taucher um die Welt und entwarf sogar eine Modekollektion. Sein Erfolg bescherte ihm eine eigene Reality-Show, die Disco-Taucher heißt. Tja, vom Schwerverbrecher zum besten Taucher. Die Besitztümer von Le Paradox wurden konfisziert, darunter auch seine Kunstsammlung. Alles wurde der Stadt Paris gespendet. Er wird in Einzelhaft gehalten und bewohnt zurzeit eine kleine Zelle, die glücklicherweise geruchssicher ist. Das ist wahrscheinlich auch besser für die Wärter, denn er wird dort sehr lange bleiben. Dann bleibt nur noch eine Frage: Was ist denn mit Sly Cooper jetzt geworden? Dreh ich noch einmal um, bitte. Oder auch nicht. Tja, es scheint so, als wäre es das gewesen. Ja, es war es auch. Und ich will mal nicht zu spoilerhaft hier jetzt wirken. Aber ich glaube, es wird noch eins geben. Also allein schon die Trophäe, letztes Kapitel, Fragezeichen. Es scheint da schon so einiges verraten zu können, zu wollen, zu... to whatever. Ich mache mir jetzt nochmal ran. Epilog. Ja, ich mache mir jetzt nochmal ran, hier die restlichen Sachen ja, zu finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für. Ja, 30 Abonnenten, die ich jetzt hier bei diesem Projekt hinzugewonnen habe.
Ich werde jetzt noch im Anschluss, in den nächsten Videos, wird es einmal ein Flaschen-Einsammel-Tutorial-Video geben. Die Schätze werden wir auch nochmal alle durchnehmen. Alle. Aus jedem Kapitel sind das ja bekanntlich 11. Also wenn ihr hier Sly seht, der ist jetzt, das ist nur geladen, also der ist eigentlich weg. Irgendwo verschwunden. Also hier nochmal zur Zeitreise. Uns fehlt uns noch überall und eine Maske. Dann, wie gesagt, noch die Schätze, die kommen alle durch. Die Safes, die packen wir mit zu den Hinweisen rein. Die Masken, wie gerade gesagt, sind wir noch bei 3 Videos. Und da natürlich gibt es noch eine Sache, und zwar die heißt Trophäen. Und zwar haben wir die hier auch noch irgendwo. Hier bei PlayStation Network, soweit ich weiß, genau. 63% haben wir bereits. Nach oben hin haben wir jetzt, genau, Maske und Streifen für immer. Die wollen wir noch erreichen. Und das wird dann das letzte 45. Kapitel sein. Also das letzte Video. Das wird dann alles beinhalten. Ach, das war Carmelitas Tanzspiel. Da, ja, stimmt, da haben wir nicht alles geschafft. Aber die 40 Pinguine? Ach so, ja klar, in der Eiszeit. Okay, Drachenhöhle. Ja, das ist auch da, okay. Das mit der Geheimwaffe, das machen wir jetzt auch. Ja, und also, wie gesagt, das machen wir da alles im letzten Part. Der wird wahrscheinlich dann so eine halbe Stunde oder so. Wir müssen ja schließlich noch das alles hier irgendwo schaffen. Dass wir da auch 100% haben. Und dann haben wir es geschafft nach 45 Parts. Also ich sage noch nicht ganz auf Wiedersehen, sondern erstmal noch bis zum nächsten Part. Ich werde, denke ich, trotzdem das kommentieren, außer ihr wollt still und heimlich diese ganzen Sachen einsammeln. Ohne witzige Untermalung. Und dann, ja, die Frage besteht immer noch, was für Spiele werden jetzt dann let's played. Ich bin gespannt auf eure Tipps und ich sage, ich habe die Ehre gehabt mit euch. Also habe die Ehre. Danke, Servus, ciao Leute und zum Schluss jetzt guten Abend Welt. Ja, kleines PS noch. Wir könnten ja eigentlich noch, also noch kurzes Ding, vielleicht kommt dann noch ein extra Video, habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Zum einem kleinen Fazit, Sly Cooper, wie ich es fand, was ich hoffe, was ich verbessere, was ich kritisiere, wie auch immer, schauen wir mal. So, aber jetzt machen wir wirklich Schluss hier für heute. Vielen Dank und guten Abend, Welt. Ciao, Leute.